Ja, in Ewignau geht's jetzt weiter. Okay, die Bären lasse ich erstmal ruhen. Ja. Ich wollte jetzt erstmal das nächste Teammitglied fangen. Und zwar. Es ist ein ganz besonderes Pokémon. Das ist nur hier in der Finster wiedergeben kann. Ja. Wie heißt es? Alte oder? Ja, alte. Okay. So. Der Pfeimer ist leer. Dieses Regal ist randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Ja, dieses auch. Okay. Ja, ich hab's kapiert. Oh. Du findest eine Spezialität. Lecker. Hier reiht sich ein Pokémon-Magazin an das nächste. Der Pokémon-Freund, der Pokémon-Ratgeber, geliebte Pokémon. Und so weiter. Oh, die Musik hier ist so geil. Na? Da ist es doch, Nebulak. Das Belastendste ist, ich habe vergessen, Pokébälle zu kaufen. Ja. Heißt, wir nochmal zurück nach Ewignau. Ja. Weiß auch nicht, warum man das Geheimgeschenk freischaltet. Denn ich hatte mir den Doppelpack Diamant-Pearl gekauft. Und dazu gibt es ja 200 Pokébälle. Aber ja, bisher konnte ich die ja noch nicht einlösen, weil das fehlt ja noch da. Wo ist denn jetzt der Itemladen hier? Ja. Es gibt immer noch keine Superbälle, echt jetzt. Ja, ich kaufe mir. Scheiß drauf, die Premierbälle. Ich hole mir jetzt gleich 50 Stück. Ja. Ja, danke schön. Ein Fluchtzeug. Wann hast du denn endlich Superbälle, ey? Und du musst dafür erstmal Team Galactic besiegen. Ich meine, ich hab doch hier schon meine beiden Orden. Ist ja voll dreckig da. Früher konnte man die, na, die Orden konnte man die zum Glänzen bringen. Ist ja richtig geil. Aber ja, so jetzt mit Pokében im Gepäck sollte die Finstervilla auch, die alte Villa, kein Problem sein. Und ein Nebulak sollte in meinen Besitz kommen. Die Statue scheint dich anzustarren. Nein, jetzt gib mir Nebulak, bitte. Bitte. Nebulak. Hallo? Ja, und Gengar, also. Man bekommt ja erst Gengar, wenn man es durch Tausch entwickelt. Deswegen habe ich auch zwei. Ja, hier zwei. Beide Editionen. Ich kann mir auch einfach die Switch. Die andere Switch leihen, kurz. Wenn da jemanden noch eine Switch hat. Das ist belastend jetzt. Okay. Ja. Ja. Das hat mal nicht so gut geklappt. Frage ist jetzt Mio Papinella. Papinella.
Ich glaube, du bist nicht ganz so stark. Hallo, kommst du jetzt mal, Nebula? Bei Level 12, ach komm. Ein Test ist es wert. Ja, easy. Hätte ich mal sofort geworfen. Naja. Ja, geil. Dein Körper besteht zu 95% aus Gasen. Bei starkem Wind wird es fortgeweht. Frage ist, welchen Gasen? Ne? Nein, ins Team. Oh, Junge. Ja, Nebulak. Den packe ich dafür raus. Tut mir leid, Kram aus. Oh. Ja, das Team ist ja jetzt schon fast fertig. Fehlen jetzt nicht mehr viele. Ja, die alte Villa, wenn ich denn jetzt den Adex hab, wird die nochmal weiter erkundet, aber erstmal nur für das Nebulak. Mit der Fähigkeit Schwebe. Verleiht volle Immunität gegen alle Bodenattacken durch Schwebezustand. Richtig geile Fähigkeit. Initiative gesenkt, Angriff erhöht. Ist eigentlich nutzlos, naja. U-Strahl, nur so Hauptblick, Gegenstoß. Ja. Oh, hast du einen Topschutz gefunden? Bin ich ja lecker. Ja. Kannst auch gleich mal ein bisschen höher kommen. Ach komm, erstmal Team sortieren. Ja, so, die beiden sind auch nicht von Dauer im Team. Ah, ich mag Chirashi deswegen. Ist er derzeit noch im Team. Ja, jetzt kommt geleckte Gebäude, wie ich es letzten Part angekündigt habe. Muss ja auch irgendwann gemacht werden. Müssen auch weiterkommen in der Geschichte. Schön, dass das dann schneller geht. ITM 46 Raub. Ich finde es so geil, dass Mew bisher immer noch so ein bisschen nutzlos ist. Okay, das Lex-Gebäude von Team Galactic, weil sie haben ja genug Geld. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert. Wir greifen nach den Sternen. Interessant. Wie heißt dann von Pokémon-Büchern und Fotobänden? Ja, die anderen bestimmt auch. Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie die Besitzer des Fahrradladens, oder? Nö, aber ich sehe, da ist ein Doppelkampf. Kann sich dann Nebulak gleich mal beweisen? Oh, hier ist eine Mücke, ey. Wie kommst du denn hier rein? Scheißvieh. Scheiße, jetzt sitzt es auf dem Bitch. Weg. Die totschlagen, jetzt land irgendwo, wo ich dich totschlagen kann. Ey, die sticht mich bestimmt gleich. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Tut mir leid, echt leid, aber Kinder können keine Mitglieder bei Team Galactic werden. Das finde ich so traurig. Wird auch euch beitreten. Ja, sie haben wieder nur Maupil und Zubat. So, Nebulak, erster Kampf. Ja, war nicht irgendeine? Nee, ich dachte Blutstreis auf Zelle. Naja. So. Gegenstoß. Zubat. Hat jetzt Maupil keine Chance gehabt. Abinella erreicht Level 20. Und Windschnitt. Ja. Zeit. Ecke. Ja, Giftstachel. Kann man behalten. Weil Giftstachel ist nicht so stark. Nebulak darf sogar Feuer angreifen. Ja, Nebulak ist ein sehr schnelles Pokémon. Oh, 10 KP Schaden. Oh. Echt jetzt, Leute? Dann härtnert euch mal hoch.
Geil, Level 13. Das ist so belastend, dass Angriff erhöht wird, ey. Die nicht gesenkt. Naja. Oh, ein Charmian. Na komm, falls es nicht reicht. Weil es sich hochgehärtet hat, ja. Toll. Warum greifst du mit Kratzer nicht Nebulak an? Vielleicht mit Wasser hätte ich sofort gedownt. Ah, die sind smart. Naja. Nee, warte. Hupfstrahl. Ah, ich habe schon die Scheißmücke. Ey, Mann, die landet gleich auf mir und saugt mein Blut aus. Die Attacke Blutsauger. Die hat jetzt sowas leider nicht mehr. Ja, gut gemacht. Level 14. Kommt, misch dich du dich ein, war ja klar. Aber du bist doch nur ein Kind. Ja, trotzdem bin ich stark. Stärker als ihr. Deswegen wäre schlauer, wenn ihr mich beitreten lassen würdet. Oh. Oh, arbeitet er hier schön? Beim ist leer. Unsere Pläne sind unfassbar. So unfassbar, dass selbst ich sie nicht verstehe. Das hält mich aber nicht davon ab, jeden zu bekämpfen, der sie durchkreuzen will. Okay. Ein Vollidiot. Mit schwachen Pokémon. Ja, es ist smarter, jetzt mit Papinella zu kämpfen gegen den Flugattacken. Probieren wir auch mal das neue Windschnitt aus. Wie. Zubat. Die brauchen wir eine Psycho. Komm, Chirashi. Fusion. Einfach nur easy. Ich habe versagt. Bitte verzeiht mir. Die sind hier viel schlechter als in der Arena. Team Galactic arbeitet hart daran, neue Energiequellen für die Zukunft zu finden. Ja, natürlich. Mal schauen, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt. Ja. Hätte es lieber nicht machen sollen. Charloco. Der Trainer hatte ein sehr starkes Pokémon, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube nur Käfertrainer und was. Okay. Oh, Volltrefferquote, das ist nicht ja lecker. Keine Chance mit dem Charloco. Und ich sehe, Pachuli sagt wieder einen Schutz gefunden. Das ist nicht gut. Was soll das denn? Was für ein schwächliches kleines Pokémon. Sobald ich befördert werde, sorge ich dafür, dass bessere Pokémon geklaut werden. Ja, willst du mal machen. Und dann tritt ich eurem Team bei und werde dein Vorgesetzter und feuer dich, weil du ein Idiot warst. Wir erforschen, ob man die mysteriöse Kraft der Pokémon nutzen kann, um neue Energie zu erschaffen. Das ist interessant. Was steht eigentlich hier am Laptop? Nichts. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. Ich glaube nicht.
Level 12, Alter, wie schwach sind die hier? Was hat die Arena-Leitung nochmal? Level 22? 10 Level über Team Galactic und man kann hier erst nach der Arena rein, ne? Also das ist schon irgendwie traurig. Ja. Oh, naja. Ich trotzdem, ja. Wird drauf mal geil. Hast du wenigstens mal Pudox oder Papinella? Eigentlich nicht. Na los, Shirashi. Ist irgendwie belastend, dass Mio einfach keine Psycho-Attacke hat. Was? Ein bisschen schläfrig? Wer ist jetzt eingeschlafen, oder? Ich habe keine Ahnung. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ja, deine Niederlage. Pokémon gibt's doch wie Sand am Meer. Die Leute, denen wir die Pokémon stibitzen, sollten sie einfach neue fangen, anstatt uns die Ohren voll zu heulen. Nein. Wir behalten die Pokémon, die wir haben. Und wir haben zu denen schon eine Bindung aufgebaut, im Gegensatz zu euch. Gewöhnliche Leute wie die, du verstehen die Ziele des großartigen Team Galactic einfach nicht. Gut, ich ehrlich gesagt auch nicht. Wow. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Okay. Oschas Javier. Ein Kadaver. Habe ich eine Unlichtattacke? Ne? Nö. Naja. Oh. Schulsarecht, Level 20. Roscher Schaver wurde besiegt. Damit kommst du nicht davon. Doch. Ich bin bereit, alles zu tun, um befördert zu werden. Eines Tages und der kommt bald, wirst du unsere Macht, wahre Macht erleben. Natürlich. Solange ich nicht mit dabei bin, werdet ihr gar keine Macht von euch erleben. So, und da sie wieder mit Zubat anfangen wird. Einmal Chirashi, du darfst, ich überlasse dir den Vortritt. Was ist denn hier los, ne? Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Hallo? Bist du Jupiter? Ja, das bin ich. Was hast du denn hier verloren? Ach, was frage ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. Darf ich euch beitreten? Wie Marsch schon gesagt hat, du bist noch viel zu klein. Oh nein. Nicht sein Zubat ein. Das war ja leider klar, Jupiter, ne? Oh, aber Level 18. Das ist schon ordentlich. Und easy. Skuntank ist schon zu Gift und auf Gift ist ja Psycho sehr effektiv. Wie anmaßend, versuch dich mal hier ran, du Bike. Doch nicht Gift. Okay, ich darf als erstes angreifen. Mach's mal smart. Anstrauen.
Ach so, stimmt ja. Das wirkt in der nächsten Runde. Dann habe ich ja volle KP. Also Papinella einzusetzen wäre dämlich. Ja. Kung Fu Strahl, ne? Imbula, komm. Ich vertraue dir mal. Ja. Ne? Heile dich. Wo ist Wunschtraum? Verstehst du denn, ja. Ach stimmt ja, es hat ja Flammenwurf. Es reicht jetzt. Oder kann es sein, dass das Typ normal ist? Deswegen war Geist nicht so effektiv. Der Geist gar nicht. Hier, warte mal, was ist das nochmal? Psycho. Sich war auf Unlicht nicht sehr effektiv, glaube ich. Ah, scheiß drauf. Du wirst nicht sofort sterben, oder? Nee. Also wenn jetzt trifft, sollte es vorbei sein. Easy. Naja. Am Ende nochmal knapp. Lippen erreicht Level 24. Und Angeberei möchte ich nicht haben. Ja, recht Level 23. Maler Jupiter wurde besiegt. Von einem Kind fertig gemacht. Ich hätte nicht so unachtsam sein dürfen. Du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Stadt sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich dir noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen über Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon würde ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Dank dir habe ich mein Pipi zurück. Aber dieses Team Galactic. Sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, also her damit. Was ist das denn für eine Logik? Man könnte fast meinen, sie kämen selbst von einer anderen Welt. Naja, jetzt sind sie jedenfalls weg. Ich danke dir vielmals. Schau doch bei Gelegenheit mal in meinem Radladen vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann, ja? Ja, du hast einen Radladen. Ja, stimmt. Alle Mitglieder von Team Galactic sind weg. Was wird nun aus diesem Gebäude werden? Es wird eine leere Ruine werden. So viel Geld dafür bezahlt? Für nichts. Um einfach nur diese Statue hier zu erforschen. Die Alga-Statue. Naja. So. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, was die Diktas da bedeuten. Wenn man die Dinger einsammelt, kriegt man diese Zahl um, wo ich glaube ich 48 am Ende hatte. Und wenn das auf 40 kommt, ist die Chance sehr erhöht, dass man Statuen findet. Außerdem ist die Chance, dass man ein Shiny-Pokémon findet, ja, wahrscheinlich ja dann. Wie war es denn in den Untergrundhöhlen? Groß und leer, sagst du? Das liegt einfach daran, dass du in Sachen Höhlenerforschung noch ein Anfänger bist. Unter der Erde liegen an vielen Stellen Schätze vergraben, die im bloßen Auge nicht zu erkennen sind.
Als nächstes möchte ich, dass du nach solchen Schätzen suchst. Füg dich zum gelb funkelnden Stern, die dir der Radar angezeigt, und suche dann mit Hilfe des A-Knopfs nach Schätzen. Ah, scheint, als hättest du das Radar geschickt eingesetzt. Du hast dir wieder eine Belohnung verdient. Ich halte den Einwegbohrer, ja. Ich dachte halt immer, den kriege ich von Händlern, aber den kriege ich von den alten Sack hier. Verschloss den Einwegbohrer in der Schatztasche. Grabe in den Wänden der Untergrundhöhlen, um verborgene Dinge zu entdecken. Die Schätze, die du dort findest, werden automatisch in deinem Beutel verstaut. Findest du Edelsteine, sogenannte Sphären, kannst du diese direkt in den Untergrundhöhlen gegen etwas anderes eintauschen. Welche Aufgabe soll ich dir jetzt nächstes geben? Hoffentlich bist du durch meine Aufgaben nicht schon komplett aus der Puste. Ich hätte da nämlich noch einiges für dich im Petto. Nächstes zeige ich dir, wie du deine eigene Geheimbasis errichtest. Du brauchst jetzt nur den Einwegbohrer, den ich dir vorhin gegeben habe. Damit kannst du deine eigene Geheimbasis in den Untergrundhöhlen errichten. Und zwar wo immer du magst. Suche einen Ort, der dir gefällt, und errichte dort deine eigene Geheimbasis. Das ist deine nächste Aufgabe. Ja, die will ich irgendwann mal machen. Achso, ich bin schon belabert. So. Ja. Hm. Ach stimmt, Lust. Ihr sollte ja zum Fahrradladen gehen. So. Ja, der ist ja. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit wenigstens ein Fahrrad schenken. Komm mal bitte eben mit. Oh. Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welches entscheidest du dich? Oh, ist gerade 17 Euro. Rot wäre ganz nett. Das rote Fahrrad soll es sein? Ja. Eine vortreffliche Wahl. Dieses leidenschaftliche Rot leuchtet so hell wie Clumandas lodernde Flamme. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Du hältst das Fahrrad. Oh, auch schön mit Fahrradhelm, das gab's damals nicht. Du verstaust das Fahrrad in der Basis-Item-Tasche. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den B-Knopf, um zwischen den Gängen zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell, kannst dein Rad dafür aber leichter manövrieren. Im zweiten Gang fährst du schnell wie der Wind, damit kannst du nur die Hänge hinaufdüsen, die du im ersten Gang nie bewältigt hättest. Also schwing dich in den Sattel und erkunde all die schönen Routen und Städte mit dem Fahrrad. Geil! Wähle das Fahrrad über die Basis-Item-Tasche deines Beutels aus und schwing dich in den Sattel. Drücke den B-Knopf, um den Gang zu wechseln und so die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja. Ah, das Fahrrad ist einfach nur geil. Ah, hier kann man immer noch absteigen, ne? So. Bitte registrieren auf rechts. Dankeschön. Gut. So, plus und rechts. Und das Fahrrad ist da. Nö. So. Ja. Beim nächsten Mal. Kommen wir dann auch hier lang. Ja, ich habe jetzt ein Fahrrad, seht ihr. Ja, wir können beim nächsten Part auf Route 206 weiterfahren. Hat man ja auch wieder automatisch, ja. Ein paar Trainer besiegen. Ja. Der Part geht jetzt schon lang genug, also sage ich...